Hey Leute, euer Doc ist wieder am Start. Free Tech Releases heute wieder für euch mit den drei technischen Neuerscheinungen, die demnächst auf den Markt kommen. Lasst uns anfangen. Die erste Neuerscheinung ist von Google, nämlich der OnHoop. Wir haben hier einen Router und schaut den euch mal an. Den gibt es in zwei verschiedenen Farben. Ich finde das Ding richtig, richtig cool. Und das Schöne ist, die Konfiguration soll richtig einfach sein. Ob jetzt auf Android oder auf iOS, einfach die App installiert. Zack, zack. Und das Ding kann man problemlos und ganz einfach konfigurieren. Das Ziel ist es, eine Lösung für instabile und langsamere WLAN-Verbindungen zu bieten. Es soll aufhören mit den gesamten Abbrüchen, es dauert schon wieder viel zu lang, meine WLAN-Verbindung ist schon wieder abgeschmiert, jetzt muss der Film mitten im Film schon wieder geladen werden. Das soll aufhören. Denn in dem Ding sind drei leistungsstarke Antennen verbaut und die suchen die beste Frequenz ganz automatisch, ohne irgendwelche Abbrüche. Das Coole ist, durch dieses runde Design soll einfach mehr Raum entstehen, das heißt, sind alle Signale grundsätzlich eine bessere Abdeckung gewährleistet sein. Wenn mal ein Gerät die gesamte Bandbreite braucht, kein Problem, einfach die App öffnen und priorisieren. Egal, ob das jetzt der Stream ist, die Serie, die man unbedingt anschauen möchte, oder man möchte eine Datei hochladen, dann sagt man einfach, mein Mac, mein Notebook, mein PC, Priorität Nummer 1, bitte die gesamte Bandbreite dahin lenken. Und dann funktioniert es auch. Das Ding schaut ganz schön schick aus. Damit es richtig funktioniert, muss dann noch ein Modem angeschlossen werden. Wann der Release im deutschsprachigen Raum sein wird, kann man noch nicht vorhersehen. Wir lassen uns einfach mal überraschen. Nächster Release. Der PlayStation 4 Controller zum 20. Jubiläum der PlayStation. Ihr habt ja mitbekommen, es gab eine komplette PlayStation inklusive des Controllers. Und jetzt gibt es eine limitierte Edition vom Controller extra für die Fans. Der Controller, was mir persönlich gefällt, ihr seht rechts die richtig coolen Tasten wie von der PlayStation 1 noch früher und die schauen genauso auch aus. Und die Optionstaste in der Mitte unten hat dieses typische alte Oldschool retromäßige originale Logo von der PlayStation 1. Ich habe mal die PlayStation 1 in meinem Video mal mit der PlayStation 4 mit dem Grey von der PlayStation 4, der Batman Limited Edition verglichen, schaut man in das Video, aber das Coole ist, dieser Controller hat das originale Grau von der PlayStation 1. Angeblich ist auch die Qualität zu den Day One Controllern besser, das heißt die Verarbeitung ist besser, da wurde mehr Wert drauf gelegt, man hat nicht so krasse Abnutzungsspuren, wie man sie aus der Vergangenheit kennt. Release ist im September, Vorbestellung, Link zu Amazon, wie immer in der Beschreibung. Nächstes Release, Rocket Sofa, auf Schwedisch auch Sofa genannt und ihr hört es schon raus, das ist ein Board, welches für den PC-Gamer gedacht ist, der auch mal gern einfach auf dem Sofa sitzt und auch auf dem Sofa mal ein Ründchen zocken möchte. Das ist ein Gaming-Board und das Ding ist sehr gemütlich, hier wurde Wert drauf gelegt, dass es aus sehr, sehr guten Materialien besteht, so dass sich zum Beispiel, wie Rocket selber sagt, 5 Stunden wie 5 Minuten anfühlt. Das Ding ist komplett, ja, anpassungsfähig, egal ob ich jetzt meine eigene Gaming-Maus anschließen möchte, ob ich mein eigenes Gaming-Headset anschließen möchte oder USB-Möglichkeiten. Ich möchte vielleicht etwas mehr USB-Anschlüsse haben, angeblich für einen angenehmen Preis, auch das jederzeit anpassbar und erweiterbar. Und jetzt kommt's, ich kann mein Smartphone als Kommandozentrale sozusagen einrichten, durch die passende Software, anscheinend durch eine App, schließt man einfach das Smartphone an, verbindet das Ganze und kann dann mit der Tastatur, mit dem Social Network, Web und interagieren und das Ganze steuern, bedienen. Wir lassen uns überraschen. Das Ding lässt sich an der Steam-Maschine anschließen, aber auch ganz normal am PC und in der nächsten Zeit natürlich auf Android, also alles, was damit dann funktionieren wird und einfach auf dem Sofa sitzen und spielen. Oder einfach mal durchs Internet surfen, ist eine Tastatur mit dabei. Egal ob Kabel oder Wireless, es wird alles möglich sein. Angeblich ist das Feedback richtig, richtig hoch. Release ist im ersten Quartal 2016 und die Community wartet auf das Board und kann es kaum erwarten. Wir schauen mal. Das war's von eurem Doc. Denkt dran, schreibt mir eure Meinung über die Releases, Daumen hoch für die coolen Neuerscheinungen und denkt dran, ich bin auf Instagram, ich bin auf Facebook und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal, euer Doc. Ciao.